Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Wanderkanal Strauchs Wanderlust. Heute erwandern Sarah und ich den Tiefenbachpfad bei St. Wendel. Dieser Wanderweg hat etwa 15 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Vor einigen Wochen haben wir zwei Saarsteine gefunden auf den Wanderwegen und jetzt ist es soweit. Einen von den beiden Saarsteinen legen wir nun auf diesen schönen Pfad.
Hier wurde wohl einiges an Bäumen abgefällt. Warum, wissen wir leider nicht. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den Kerbtälern mit den kleinen Bächlein, den schmalen Pfaden und die weiten Aussichten weit ins St. Wendler Land. Daumen hoch dafür. Wenn euch diese Wanderung auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao ciao!
Hallo, liebe Wanderfreunde. Hallo, liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns auf dem Wanderkanal. Oh je, bei uns oben. Und sind. Nein. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen. Schmale Pfade, weite Aussichten, die ganzen Täler mit den kleinen Bächlein, richtig genial. Dieser Weg ist zu Rest. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den schönen Aussichten, den schmalen Pfaden und wegen den schönen Kerbtälern. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den Kerbtälern, mit den kleinen Bächlein, den schmalen Pfaden und die weiten Aussichten weit ins Land vom St. Wendel. So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen, vor allem wegen den Kerbtälern mit den kleinen Bächlein, den weiten Aussichten weit ins St. Wendler Land und wegen den Pfaden. Jetzt habe ich nur Doku geguckt, weil ich gemeint habe, es kommt einer. Scheiße. So langsam kommen wir wieder zu.